Mein Name ist Laura Riedemann und in Halle trifft man mich zu jeder Jahreszeit im Wasser an. Ja, ich schwimme jetzt schon seit meiner Kindheit und es ist ein fester Bestandteil meines Lebens. Es macht sehr viel Spaß. Zurzeit trainiere ich sehr viel, weil im nächsten Jahr dann die Qualifikationen für die Olympischen Spiele anstehen. Ich studiere seit 2017 an der Martin-Luther-Universität Lehramt für Deutsch und Sozialkunde fürs Gymnasium. Das Studium ist ein sehr schöner Ausgleich zum Sport, weil man dort einfach mit anderen Leuten zu tun hat, einen schönen Ausgleich hat und ja, mal nicht mit dem Thema Schwimmen konfrontiert ist, was ja schon sehr stark auch mein Leben bestimmt. Ich finde, Halle ist eine sehr grüne Stadt. Ich bin hier in Niedleben aufgewachsen. Das ist ja sehr nah zur Dölauer Heide und auch zum Heidesee. Da halte ich mich sehr gerne auf und komme auch sehr gerne zwischen meinen Trainingseinheiten und auch wenn es das Studium erlaubt, nochmal nach Hause, um einfach hier runterzukommen, entspannen zu können. Also Halle ist keine so große Stadt, man kommt gut überall hin und gerade auch dadurch, dass ich viel unterwegs bin, ist es auch für mich sehr wichtig, schnell von einem Ort zum anderen zu kommen, weil mein Tag doch sehr durchgetaktet ist und das macht es für mich leichter. Im Wasser fühle ich mich sehr wohl, man fühlt sich sehr schwerelos, man merkt gar nicht so richtig sein eigenes Gewicht, man fühlt sich so ein bisschen abgeschottet von der Welt und kann einfach in seinen Gedanken sein und ist nicht von der Außenwelt abhängig und wird davon bestimmt. Für mich ist Halle eine sehr schöne Sportstadt. Es werden sehr viele verschiedene Sportarten angeboten, an der Sportschule eben auch. Und dabei lernt man sehr viele Sportler aus anderen Sportarten kennen, kommt mit denen in Kontakt, unterhält sich viel mit denen. Das ist dann doch noch ein anderer Reiz und zeigt einem auch wieder, wie schön Halle in der Hinsicht ist. Und deswegen ist mein größter Bezugspunkt zu Halle eigentlich der Sport.